befinde mich auf dem Flur der BBS 1 in Mainz und bin auf dem Weg, Herrn Stenger zu interviewen, der uns das berufliche Gymnasium vorstellen wird. Hallo, Herr Stenger. Hallo. Sie sind Abteilungsleiter des beruflichen Gymnasiums der BBS 1. Kurz in einem Satz vorweg, was ist das Besondere am beruflichen Gymnasium? Ja, das Besondere ist, dass man die Chance hat, sein Abitur zu machen und dabei als eines von drei Leistungsfächern ein wirklich spannendes Fach mit technischer bzw. gestalterischer Ausrichtung zu haben, was einem auf seinem weiteren Lebensweg wirklich sehr von Nutzen sein kann. Okay, ein spannendes Fach. Was darf ich mir darunter vorstellen? Ja, konkret angeboten wird bei uns Bautechnik, Elektrotechnik oder Metalltechnik oder das auch gestalterisch geprägte Fach Medientechnik. Alles Fächer, in denen man einen Zugang zu wirklich sehr interessanten, praxisorientierten Inhalten bekommt. Wenn man da genau wissen will, was da alles drin vorkommt, schaut man auf unsere Homepage, da finden sich noch nähere Informationen. Okay. Bedeutet das dann auch, dass ich ein spezifisches Abitur habe? Nein, ich habe ein vollwertiges Abitur. Das ist gleichwertig gegenüber jemandem, der sein Abitur an einer allgemeinbildenden Gymnasium oder einer IGS macht. Das bedeutet natürlich auch, ich habe hinterher alle Möglichkeiten im technischen, aber auch im nicht-technischen Bereich. Okay. Ich habe also das große Abitur und dann dieses besondere technische bzw. gestalterische Fach. Welche weitere Unterschiede gibt es denn? Ja, eine Besonderheit ist mit Sicherheit, dass die Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Schulen zusammenkommen und somit jeder Teil einer neu zusammenwachsenden Schülergruppe ist. Das kann sehr spannend sein. Gibt es trotzdem Gelegenheiten, als Gruppe zusammenzuwachsen? Ja, gerade gibt es diese Gelegenheiten. Wir bieten da diverse Optionen. Zum Beispiel eine Skifreizeit organisieren wir. Dann haben wir Studienfahrten, Exkursionen oder auch Theaterbesuche, um dann nur so einige Beispiele zu nennen. Ja, wie schön. Das Außerunterrichtliche ist ja auch wichtig. Mhm. Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen, um das berufliche Gymnasium besuchen zu dürfen? Also ganz allgemein gesagt, man muss die 10. Klasse ordentlich abgeschlossen haben. Konkret heißt das jetzt, ich habe meinen qualifizierten Sekundarabschluss 1, also meine mittlere Reife mit mindestens 3,0. Oder ich habe auf dem allgemeinbildenden Gymnasium jetzt die Versetzung in Jahrgangsstufe 11. Oder ich war auf einer Realschule Plus oder IGS und habe die Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe erworben. Mhm. Muss ich denn vorher schon besonders gut in Technik oder in Mathe sein? Nein, viel wichtiger als ein bereits bestehendes Vorwissen ist so die Lust auf die eigene Weiterentwicklung, ne? Also die Bereitschaft, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Und es ist auch so jetzt gerade in dem Fach Technik, das fängt in Jahrgangsstufe 11 bei 0 an. Übrigens genauso wie unsere Anfängerkurse in Französisch oder auch in Spanisch. Und was Mathematik beispielsweise angeht, so bieten wir auch als Unterstützung ja Vorbereitungskurse in den Sommerferien. Okay, das heißt, ich wähle mein technisches Fach nicht von Anfang an? Nein, also Jahrgangsstufe 11 ist zunächst im Klassenverband organisiert. Da gibt es das allgemeine Fach Technik, wo dann unterschiedliche Schwerpunkte beleuchtet werden. Und erst gegen Ende lege ich mich dann definitiv fest auf ein bestimmtes Fach, weil dann ab Jahrgangsstufe 12, 13 in Grund- und Leistungskursen unterrichtet wird. Mhm. Und abgesehen jetzt mal von diesem technischen Fach, welche weitere Fächer gibt es denn? Ja, das sind so die aus allgemeinbildenden Schulen zumeist bekannten Fächer Mathematik, Physik, Chemie oder Informatik. Die sprachlichen Fächer Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch bieten wir an. Dann haben wir die gemeinschaftskundlichen Fächer. Dazu zählen Sozialkunde, Wirtschaftsgeografie oder Geschichte. Sport, Religion oder Ethik und als künstlerische Fächer bieten wir an das darstellende Spiel, Musik oder Kunst. Also die ganze Palette. Richtig. Die BBS 1 ist eine sehr große Schule. Welchen Vorteil hat es, auf eine solch große berufsbildende Schule zu gehen? Ein sicherlich sehr, sehr großer Vorteil besteht darin, dass wir aufgrund dieser Größe natürlich auf sehr gute, ausgezeichnete Räumlichkeiten im gerade technischen, aber auch gestalterischen und auch naturwissenschaftlichen Bereich zurückgreifen können. Abgesehen davon haben wir eine wirklich erstklassige Beziehung quasi zu dem betrieblichen Umfeld. Okay, also praxisnah, zeitgemäß. Mhm, genau. Inwiefern spiegelt sich das in der Arbeitsweise im Unterricht wieder? Mhm. Bei uns haben wir das Bring-Your-Own-Device-Konzept. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können auf eigene Geräte zurückgreifen und lernen, diese jetzt zielgerichtet einzusetzen.
dann geht es uns darum, die Selbstständigkeit und die Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern zu fördern, wobei auch unser wirklich engagiertes Kollegium stets dann auch beratend zur Seite steht. Letztlich geht es uns darum, die Studierfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Und das ist ja schließlich das, was man erreichen möchte. Genau. Vielen Dank, Herr Stenger. Kurz und knackig zum Schluss. Was sind die Vorteile des beruflichen Gymnasiums? Ja, wir bieten die Chance, sein Abitur zu machen und dabei eine fundierte Allgemeinbildung mit modernem Technologiewissen zu verbinden. Das bringt einem im Anschluss natürlich alle Optionen, sprich, sei es jetzt bei einem Studium oder sei es auch bei einem beruflichen Einstieg. Und wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und stehen natürlich auch jederzeit für Fragen sehr gerne zur Verfügung.